Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Hinter diesem liebevoll restaurierten Gebäude einer ehemaligen Schiefergrube liegt einer der interessantesten Welterbegärten zwischen Bingen und Koblenz. Nur wenige Kilometer von Kaub entfernt, in einem Seitental des Mittelrheins, kümmern sich hier die Keramikkünstler Beate Thiesmeier und Michael Selzer seit Jahrzehnten um ihren naturbelassenen Skulpturengarten. Die Grundidee ist also eigentlich, einen ganz naturnahen Garten zu haben, und zu zeigen, was es an speziellen Arten hier im Mittelrheintal gibt. Die haben wir über Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, gesammelt und hier angesiedelt. Möglichst die Ursprungsformen der Pflanzenwelt sollen hier beeindrucken. Und eben den Leuten, eben, die so diese aufgepusteten Gartenblumen nur kennen, mal diese armen Verwandten zeigen. Also die ja praktisch ganz ähnlich aussehen, nur sehr viel kleiner sind. Aber trotzdem eben wunderschön. Auch naturbelassene Gärten erfordern ein hohes Maß an Arbeit. Gibt es da überhaupt noch ein entspanntes Genießen? Es gibt Zeiten, wo man dauernd denkt, oh, da müsste ich noch. Aber dann ist auch mal Ruhe, weil der Garten kann auch alleine. Also das ist das Schöne bei dem Wildstaudengarten. Man kann ihn auch mal 3 Wochen alleine lassen. Dann wächst das munter vor sich hin. Das Ergebnis dieses munteren Vor-sich-hin-Wachsens schauen wir uns auf einem Rundgang an. Die Farne gehören zu dem ursprünglichen Bewuchs. Das ist eine Farnart, die eben sehr gut Sonne verträgt und auch Trockenheit. Das ist jetzt ein Schattenbereich im Garten und da fühlen sich die Funkien sehr wohl. Funkien oder Hosta auf Lateinisch. Und dies ist eine kleine Sammlung von verschiedenen Varietäten. Das ist eine Sterndolde, die es hier auch wild gibt. Im Hintergrund sieht man einen gelben Fingerhut, der auch hier wild vorkommt. Hier sieht man auch noch mal schön zwei Varianten der Braunelle. Das ist die Gartenform der Braunelle und das ist die ursprüngliche Wildform. Also sehr viel größer und spektakulärer als die Urpflanze. Nordhang, karger Boden, steile Fläche, insgesamt schwierige Verhältnisse. Was ist eigentlich die Motivation für diese Anstrengungen? Für mich war das eine Herausforderung, damit umzugehen und jetzt nicht Mutterboden und sonst was ranzuschaffen, sondern versuchen, die Sachen anzusiedeln, die auf diesem schwierigen Gelände gehen. Dieser Pavillon, der hat auch was ganz Verzaubertes. Gegenüber ist eben so ein kleiner Höhleneingang und da steht die Zwergin und die scheint auch irgendwie zu zaubern. Die hat die Finger so verschränkt und 3 kleine weiße Steine vor sich liegen. Das ist die heimische Sumpfiris, die hier dieses kleine Feuchtgebiet fast ganz für sich eingenommen hat. Und sie wird begleitet von dem Mädesüß. Das sind so die kleinen Glücksmomente im Garten, die sich von selber entwickeln. Diese kleine Büste hat angefangen, über Winter Moostränen zu weinen. Die Route der Welterbegärten zeigt Orte von ganz besonderer Schönheit. Die Entstehung dieses Projektes liegt übrigens genau hier, im Skulpturengarten von Kaub. Die ganze Angelegenheit ging auf eine Idee von uns zurück. Also das war im Jahr der Bundesgartenschau. Und unser Garten wurde eigentlich schon früher recht gut besucht. Und wir hatten die Idee, dass man das Mittelrheintal ja einbinden kann in die Bundesgartenschau. Der rund 1500 Quadratmeter große Skulpturengarten verändert sich in einem permanenten Prozess. Neues entsteht nach langer Beobachtung, nach eingehender Beschäftigung mit den Eigenschaften, Bedürfnissen und Reaktionen der verschiedenen Pflanzen.
Übrigens, ein Besuch lohnt sich nicht nur im Sommer, auch im Wechsel der Jahreszeiten fasziniert dieser Garten in ganz besonderer Weise. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.